Ich vermute, was Sie sehen und erfahren, berührt alle Ebenen Ihres Geistes. Ihre Werte und Ihr Anstand sind präsent, doch schockiert über Ihre Assoziationen, entsetzt über Ihre Träume. Wessen Profil erstellen Sie da gerade? Psychoanalysieren Sie mich nicht. Sie werden mich nicht mögen, wenn ich psychoanalysiert bin. Ich sitze im Wartezimmer und studiere die Landgemälde, deren Farbenvielfalt im Dualismus zur Wandtapete. Durch Blätter abgegriffene Hefte der Axel Springer schon Bretter und Steinen Riss in die Decke. Am Anfang war der Ripper und Lucifer die Nachgeburt. Ich verdampf mit einem Blick die Guppies im Aquarium. Schau auf die Uhr und der Minutenzeiger wartet kurz. In meiner Gegenwart wird auch die Dunkelheit ganz schwarz vor Furcht. Dann öffnet sich die Tür und ein Kerl in einem Ärztekittel bittet mich herein und zeigt auf die Ledersessel-Sitzkissen. Verschreibt mir wortlos lebenshelfende Pillen. Vor dem Tod bewahrt mich doch schon mein Serienkiller-Instinkt. Das findet er aufgrund seiner Exegese nicht witzig und versucht sich daraus mit einem Themenwechsel zu winden. Stochert etwas herum, um ein genetisches Leck zu finden. Doch meine Gedankenflut lässt Seelenklempner ertrinken. Ich sag, fang mir nicht mit Mutter an und vergiss den Rorschach-Test. Ich war schon in der Jugendzeit weit hinter den Borderlands. So mordbesessen, ich hatte mich jede Nacht auf Zorn gebettet und am nächsten Morgen im Schädel klaffendes Stalking-Jetlag. Er blickt verhalten seinem Geiselnehmer in die Augen, ahnt langsam, dass ich nicht auf geistige Genesung aus bin. Ich versetz die Duftstäbchen mit reinfiltrierter Schwefelauge und stopp die Kompaktdiskmittel mein rieselnden Meeresrauschen. Mutagene in der Doppelhelix. Bürgerlich aufgewachsen, doch geprägt von Bossenethik. Bitte spar dir deine Lehrbuchdiagnostik. Mir verbrennt das Burnout all mein Erbgut in den Knochen. Ich bin ein Hybrid aus bipolarem Sadist, aus Psychopath und Narzisst. So idiosynkratisch. Alles ICD easy, man archiviert mich pathologisch ein. Zwischen A wie Asperger und Z wie Zwangsneurose. Und weil er redselig wird, während er Tränen verliert, stellt sich langsam die Frage, wer hier wen therapiert. Er wird sediert, ein haaresbreiter, kontrollierter Nadeleinstich verschafft dem Schlafen Zeit in wohl dosierten Maßeinheiten. Dann erwacht er abgepackte Plastikfolie auf den Kacheln des glattgebohnerten Praxisbodens, voll bis oben mit Barbiturat in Halbnarkose und seine Mimik zeugt von antinomischer Tragikomik. Ich präpariere ihn für die Amygdala-Operation. Hämoglobin bespritzt das eingeklasse Doktor-Diplom. Und dank der Thalamotomie und neuronaler Chirurgie zeigt mir der Arzt schon bald ein beispielhaftes Stockholm-Syndrom. Doch dieser Anthropologe schiebt die Schuld nur auf das System mit seinen Stammtischparolen über Bundeshaushaltsbudgets. Da ist mir nicht genügend Reue zu spüren, weshalb ich das Übel anatomisch an der Wurzel neutralisiere. Und sein Gehirn stirbt unter Konvulsionen schnell Millionen Zellen Tode. Als ich damit anfange, ihn zu brainwashen mit Elektroden, er reagiert darauf mit heftiger Mythriasis. Ist sich so sicher, keinen der Schmerzen verdient zu haben. Doch all das geschieht aus mangelndem Respekt für die Ideale, die Psychiater wie er für meine Sektenmitglieder haben. Sie zwängen sie mit chemischen Präparaten aus medizinischen Sparten in weltliche Filterblasen, angetrieben durch die Geldgier von Hexal, Bayer, Astrofarm und wie sie alle heißen. Wer ist bitte Hippokrates? Sie verteilen Generika, bis allen alles egal ist. Wie ironisch, denn wär mir nichts egal, wäre das hier Wahnsinn. Doch so sind es nur rationale Taten. Was meinen Sie? Gedärme innen oder Gedärme außen? Außen, denke ich. Mutagene in der Doppelhelix. Bürgerlich aufgewachsen, doch geprägt von Bossenethik. Bitte spar dir deine Lehrbuchdiagnostik. Mir verbrennt das Burnout all mein Erbgut in den Knochen. Ich bin ein Hybrid aus bipolarem Sadist, aus Psychopath und Narzisst. So idiosynkratisch. Alles ICD easy, man archiviert mich pathologisch ein. Zwischen A wie Asperger und Z wie Zwangsneurose. Mutagene in der Doppelhelix. Bürgerlich aufgewachsen, doch geprägt von Bossenethik. Bitte spar dir deine Lehrbuchdiagnostik. Mir verbrennt das Burnout all mein Erbgut in den Knochen. Ich bin ein Hybrid aus bipolarem Sadist, aus Psychopath und Narzisst. So idiosynkratisch. Alles ICD easy, man archiviert mich pathologisch ein. Zwischen A wie Asperger und Z wie Zwangsneurose. Ich häng den Doc an seinem Deckenventilator und hinterlass ein Opfer fest, respektive Tatort. Der erste Schritt meiner Errettungsaktion, einer Generation BPS auf Resveratrol. Was an mir verschafft ihr den Eindruck, dass ich jemanden verschonen würde? Ha? Denn wenn das der Fall ist, muss ich wirklich ganz dringend an meiner Haltung arbeiten. Deine Wohnung klar, stoßen mit Champagner an auf deinen Todestag, bringen das Jenseits auf diese Seite, schau auf deine Uhr, es schlägt Crunch-Time zur Priesterweihe und wir ruinieren dein Feng Shui, bis ich nie wieder beruhigt, seit deinem Conjuring, ich geb die Regieanweisung durch und plagen keinerlei menschliche Emotionen.
Emotionen. Hier jagen mit kreisenden Sensen, Dämonologen.